kraftvoll, kompetent und sicher. Das sind eigentlich so die Attribute, die einen Reisebus ausmachen sollen, speziell bei der Marke Mercedes. Der Designprozess läuft bei uns folgendermaßen ab. Ganz klassisch, wir fangen mit einem leeren Blatt Papier an. Wir fangen mit Skizzen an, versuchen möglichst viele Ideen zu generieren und gehen danach nach einer internen Auswahl rein in Photoshop und gehen dann weiter danach in CAD-Modelle, arbeiten die dann aus und das ist dann eigentlich die Entscheidungsgrundlage für den sogenannten Design Freeze. Ab da beginnt die Umsetzung in die Serie. Das Exterieur ist der erste Eindruck von einem Fahrzeug und der entscheidet, ob ich einsteigen will oder nicht. Was ist wichtig? Das Gesicht, also die Front. Hier haben wir das schöne Thema, dass die Scheinwerfer dieses Bug-Logo mit dem Mercedes-Stern schön sauber umschließen, dass die Scheinwerfer oben so eine Art Augenbraue haben, was ihm so ein bisschen kräftigen Eindruck auch vermittelt. Wir haben eine Seitenlinie in einem Türbereich, die ein bisschen weiter nach unten wieder geht und nach oben schwingt, also dem Fahrzeug ein bisschen mehr Dynamik nochmal mitgibt. Und das ganze Thema wird dann letztendlich im oberen Bereich über dieses Spiegelcover nochmal wiederholt, das sozusagen eine seitliche Dynamik in der Grafik darstellt. Was für das Interieur sehr prägend ist, ist im Prinzip dieser Wohlfühlcharakter. Das heißt, im unteren Bereich sind wir im Innenraum mit Anthrazitfarben unterwegs. Im oberen Bereich, alles ab der Brüstungslinie nach oben, ist sehr hell gehalten, deutlich heller gehalten. Einfach um dieses Gefühl, diese Wärme, die man sich beim Reisen vorstellt, direkt an den Kunden weiterzugeben. Das neue Fahrzeug ist in seinem Auftritt noch mal ein bisschen kompetenter, wirkt noch mal ein bisschen kräftiger. Und deswegen machen wir da überhaupt keine Sorgen, dass das Fahrzeug die nächsten 10, 15 Jahre bestehen wird. Man holt sich Inspiration, indem man Sport treibt, so wie ich auch. Was jetzt meine Mitarbeiter mir letztes Jahr geschenkt haben, ist eine Büro-Golfanlage, die ich dann nutze, um 2, 3 Bälle zu schlagen. Mercedes-Benz, the standard for buses.